Der Direktor, bitte zum Hospital kommen. Der Direktor, bitte zum Hospital kommen. Herr Christian Angel wird erwünscht. Wo bleiben Sie? Der Direktor Christian Angel wird bitte zum Hospital kommen. Hey, gut. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen wieder zurück zum T2Point Hospital mit mir, Christian Angel 3000. Genau. Geil, oder? Ich finde es klasse. Endlich mal wieder da. Endlich mal wieder zurück mit der weiteren Folge T2Point Hospital mit mir auf der PlayStation 4. Ich begrüße euch erstmal herzlich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und wann auch immer ihr dieses Video anschauen solltet. Mein Gott, okay. Ja, und ja, herzlich willkommen erstmal. Wir sind hier im zweiten Krankenhaus. In der letzten Folge habe ich hier noch ein bisschen einiges renoviert. Ein bisschen vorabgearbeitet, ein bisschen ja, alles fertiggestellt, dass wir das Krankenhaus eröffnen können und damit durchstarten können. Ich denke mal, ich habe auch alles gebaut, was vonnöten ist. Und wir schauen einfach mal rein, was hier abgeht. Und bevor es losgeht, würde ich einfach sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Würde mich freuen auf euer Feedback, denn Support ist kein Mord. Und somit starten wir durch mit L3 Play. So, heilen Sie Patienten in der Psychiatrie. Die Psychiatrie ist, glaube ich, die hier. Oder auch nicht. Whatever. Doch, ja, hier ist die Psychiatrie. So, die Frage ist bloß, haben wir das Krankenhaus schon eröffnet? Weil wir immer noch keine Patienten reinkriegen? Muss ich noch irgendwas aktivieren? Oder habe ich schon... Es ist schon offen. Weil irgendwie kommt hier nichts rein. Ach, da kommen sie doch. Ach, okay. Okay, die Elvis Presley-Verschnitz oder wie jetzt hier? Ja, Psychiatrie, ne? Also, und dann... Ja, also der ist schon mal ganz besonders. Okay, dann bin ich mal gespannt, was so abgeht jetzt hier, Leute. Also, Nummer 1 und Nummer 2. Reiseauskunft. Die Busse zum Krankenhaus erwarten ein höheres Passagieraufkommen als die Busse auf dem Rückweg. Logisch, oder? Kommt drauf an. Kann auch andersrum sein. So, dann geht der jetzt erstmal zum Allgemeinarzt und lässt sich erstmal behandeln und erstmal checken, was los ist, was Sache ist. Und dann würde ich sagen, da kommen sie alle. Diana Denkhardt hat uns für fröhliche Phrasen für freudige Freidenker folgenden tiefschürfenden Spruch geschickt. Vergiss nie, dass du stark bist und geliebt wirst. Das Leben lernen bedeutet und dass schlechte Dinge nicht ohne Grund geschehen und gute denen zuteil werden, die warten können. Sehr tief geschürft, Diana. Wirklich sehr tief. Okay, ich habe bisher nichts gerafft eigentlich, aber egal. Gut, neue Krankheit. Rock'n'Roll Teens entdeckt. Und zuerst haben eine neue Krankheit entdeckt. Der Patient hält sich für einen der größten Rockstars, den die Welt je erlebt hat. Ist aber nur Gaga. Wir werden die Patienten sofort behandeln. Hier hinschicken. Psychiatrie. Okay. Na, mal gucken. Das sind ja ganz schön viele, die ein bisschen Gaga sind. Ja, also, was soll man dazu sagen? Die Nummer 2 ist erwünscht. Mal gucken, wie er behandelt wird jetzt. Bin ich mal gespannt. Der läuft, ey. Abnormal. Muss man das verstehen? Ich hoffe es nicht. Okay. Na komm. Mag ihn wohl keiner. Auskunft. Die Busse zum Krankenhaus erwarten ein höheres Passagieraufkommen als die Busse auf dem Rückweg. Das hatten wir gerade schon. Wiederholt sich das gerade hier irgendwie? Medikamentenmixer 2 freigeschaltet. Neue Technologie.
Buckle Technologie gewährt uns Zugang zu einigen ihrer neuesten Entwicklungen. Ein Upgrade für die Apotheken-Medikamentenmixer und die Easy-Scans für allgemeine Diagnosen. Wenn wir diese Upgrade für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir die Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Um Upgrades für die Maschinen zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister. Die Mechanikausbildung mit Mechanikerausbildung. Okay. Wähle erst die Maschine und dann das Upgrade-Option aus. Okay. Verbesserte Maschinen sind besser als normale Maschinen. Wer hätte das gedacht? Dann würde ich sagen, dann machen wir das einfach mal. Also, Easy Scan. Ach hier, aufheben. Upgraden. Okay, und die Allgemeinmedizin, das war das hier. Upgraden. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass es auch funktioniert. Wo ist unser Hausmeister? Hier, Hausmeisterin. Hat die denn überhaupt... Sieht danach aus. Okay, dann probieren wir es einfach mal. Suche nach Arbeit. Suche nach Arbeit. Warte mal, ich klicke die nochmal an. Wie kann ich nochmal Pause einlegen? Jobs. Ja, hat er doch. Mechaniker, Personal für diese Abteilung 1. Ihr hört Harrison Wolf. What? Auf Radio Two Point. Ihr hört Harrison Wolf, die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Aber zuerst Musik. Also, wenn wir weiter diesen Radiosender hören, dann werden wir auf jeden Fall... What the hell ist das für ein Sender, ey? Abnormal. Aber okay. Kann man den Radiosender wechseln? Ich will mal kurz gucken. Einstellung, Audio, Musikliste. Schlafende Schwester. Über den Bergen. Was sind das für Sender, Alter? Das hört sich auch gut an. Hey? Okay, lassen wir das einfach mal drin. Genießt die Musik. Viel Spaß. Ich verabschiede mich hier und tschüss. Sie haben Post. Geräte, okay, habe ich. Alles klar. Das wird noch ein bisschen dauern hier anscheinend. Die ist nicht so richtig motiviert. Aber gut. Wir kriegen Geld. Das ist schon mal schön. Wir checken mal unsere Ausgaben, würde ich sagen. Da. Übersicht. So, Übersichtsbildschirm. Ja, ich weiß. Alles gut. Also. Guthaben. Profitfaktor, okay. Ich habe 28.000 Ausgaben, aber Einnahmen habe ich nur 6.000. 3 Monate? 12 Monate? Okay, ich habe glaube ich zu viel schon gebaut. Aber lassen wir das einfach mal. Vielleicht kriegen wir mal auch andere Patienten rein.
Patienten werden gebeten, das Krankenhaus zu verlassen, bevor sie sich noch etwas anderes einfangen. Ich habe angefangen, meine früheren Leben zu erkunden. Ich habe versucht, mich mit Pendeln und Uhren zu hypnotisieren. Aber der Klang meiner eigenen Stimme scheint am besten zu funktionieren. Ich sage eine Sache und eine andere. Und dann sage ich eine Sache und eine andere. Womöglich seid ihr jetzt auch alle hypnotisiert? Nein. Ich muss hier ein paar Mitarbeiter löschen. Kündigen, sozusagen. Um ein bisschen hier Platz zu schaffen von... Weil irgendwie kommen hier gerade nur die hier rein. Und ist jetzt ein bisschen schwierig, da alles wirklich dann... Ja. Ich habe langsam das Gefühl, das staut sich hier langsam ein bisschen. Ich glaube, ich bräuchte hier mal ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen was für mich verbaut. Nein, jetzt habe ich über 50.000. Wie das? Was habe ich verpasst? Ich glaube, die wird bald überfordert sein. Wie kommt mit den Patienten nicht mehr hinterher? Wir machen mal kurz Pause. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir lassen das alles hier so stehen. Wir bauen einfach nochmal eine Psychiatrie oder wie das heißt, was auch immer. Zimmer, Psychiatrie. Ich überlege gerade, ob ich die hier in der Nähe bauen soll. Dafür das hier abreißen soll. Das können wir eigentlich halt immer noch bauen. Ja, komm, machen wir das. Verkaufen. Yes, okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen undisponieren, weil, ja, wie gesagt, es ist halt ein bisschen blöd jetzt wegen Patienten. So. Dann haben wir das? Dann bauen wir uns noch was Grünes hier hin, sicherheitshalber. Dass die Atmosphäre ein bisschen stimmt. Und ja, lassen wir das so stehen. Plus einen Arzt. Was ist das? Behandlung, okay. Dann tun wir den. Oder? So ein Arzt, genau. So, okay. Auf geht's. Wo willst du hin? Okay, scheint wohl nicht der Richtige gewesen zu sein. So. Wir machen kurz nochmal Pause. Einstellen. Wir müssen gucken. Nein. Wollte ich doch gar nicht. Einstellen. Krankenpfleger? Nee. Warte mal. Hä? Was bist du denn hier? Facharzt. Fachärztin. Ah, die hat ja extra dann das da drin. Ah, verdammt, wir haben nur einen. Das sieht schlecht aus, Leute. Wir können gar nichts machen. Weil wir keinen zweiten Psychiater haben. Ausdauertraining, Kundenbetreuung. Neue Bewerber in 11 Tagen. Also, nee, hier brauche ich. Das ist das Problem. Bereit für Weiterbildung. Ja, super, bringt mir nichts. Abbrechen. Okay, dann müssen wir weitermachen. Ich habe bloß einen Arzt. Macht nicht viel Sinn. Aber wir könnten das anders machen, Leute. Passt mal auf. Dass wir nicht so alle warten müssen. Ja, der wird aber die Schlange dann hier übelst sein. Das ist dann auch wieder das Problem. Ach, verdammt, wie man es macht, das ist falsch. Wichtige Durchsage. Kopierer dürfen nicht zum Klonen des Personals verwendet werden. Okay. So.
Ja, wir müssen warten. Jumbo es bleibt nichts anderes übrig. Der erfolgreichste Geschäftsmann der Welt wird an diesem Wochenende die neuesten minimalen Neuerungen ihrer Produkte 3000 minus, auf der Jumbo Expo präsentieren. Kaufen Sie jetzt Tickets und vergessen Sie Ihre Kreditkarten nicht. Das ist Radio Two Point. Krankenpflege wird benötigt, okay. Dann tun wir noch mal einen einstellen, sicherheitshalber. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ja, wir haben doch einen. Ja, wir haben da keine neue Technologie. Okay, alles klar. Okay, eins haben wir fertig. Okay. Kaufe neue Grundstücke, um deine Überlegenheit auszuweiten. Ui, was ist da los? Hat er Herzschmerz? Ah, oh, mein Junge. Wurde nicht geheilt. Aber Daumen nach oben, alles klar. Gut. Das kann ja der Sau, oder wie? Die. Ah, okay. Dann machst du halt zwei Jobs. So. Dann würde ich glatt sagen. Du mal hier einen Krankenpfleger einstellen. Also nee, eine Ärzte. Die aber nicht so teuer ist. Was hat der? Behandlung? Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. So, dann haben wir ja, Rückkehr haben wir ja wieder genug. Da haben wir da einen und da einen. Dann passt es. Kann ich mich nicht beklagen momentan. Schon mal gut. Was geht mit dem ab? Den hat es übelst erwischt. War wohl die Frau am Steuer. Oder, naja, die Frau am Steuer, was laber ich da? Tja. Ist er wohl fremdgegangen, hä? Und dann hat die Frau einen über ihn übergezogen. Ah, wer weiß. So, okay. Ui. Nee, oder doch nicht. Ja, ich würde sagen, läuft doch eigentlich gut bis jetzt. Kann ich mich nicht beklagen. Besitzt zwei Gebäude. Eins von zwei. Besitzt zwei Gebäude. What the hell? Erwerbe weitere Grundstücke oder Gebäude in der Nähe, um einen Gang auszubauen. Ach so. Was ist hier los? Topferei benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Topfschmerzen, okay. Unwillkürliche Bindung oft ausgelöst, wird durch extreme geringe Kochkünste. Der Topf muss vor solchen wie ein großer Magnet entfernt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird folgende benötigt. Töpferei. Boah, Töpferei. Wissen wir wohl, wa? Bleibt uns nichts anderes übrig. Wo haben sie denn? Töpferei, hier. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Das bauen wir hier hin. Das sieht doch mal ein guter Platz aus dafür. Ist zu klein. Ach du Scheiße. Schon richtig, oder Leute? Die Frage ist, kann ich wieder abreißen? Warte mal. Ja. Zimmer. Die Frage ist, ob das auch funktioniert. Nee, ich muss das extra so groß bauen. Verdammt. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Definitiv scheiße. Geht das vielleicht? Ah, okay. So können wir es machen. Das sieht gut aus. So können wir damit leben.
So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist eigentlich der Eingang? Da kommt der Patient drauf, da hinten geht der Arzt dann hin. Okay. Ja, lassen wir das so stehen. Wir bauen am besten noch einen Feuerlöscher rein. Sicher ist sicher. Den bauen wir dann am besten hier in die Ecke rein, weil wenn das Ding anfängt zu brennen, dann huhu, kann ich mich verabschieden. Hä? Mach keinen Stress. Kann ich ihn hier hinlegen? Okay. Gut, okay. Töpferei haben wir gebaut. Ein bisschen Geld verloren dadurch, aber egal. Weiter geht's. Wir möchten unsere Patienten daran erinnern, dass wir sie jederzeit gerne wieder willkommen heißen. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. So, was wird denn hier benötigt? Ein Facharzt, okay. Haben wir noch einen irgendwie offen? Nee, sieht nicht danach aus. Ups. Da tun wir jemand einstellen. So. Gut, okay. Heile 3 Patienten mit Töpferei. Töpferei. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Ja, also ich kann sagen, ist die Tür zu oder was? Sehr motivierend hier. Okay. Mit vollem Magen lässt sich das Warten ertragen. War ein bisschen schräg, aber okay. Anscheinend steht Hanf, dem Gesundheitsableger von Holistics, mal wieder Ärger ins Haus. Anscheinend handelt es sich bei ihrem neuesten Produkt namens Elixier, das nach Firmenversprechen alle Krankheiten heilen soll, lediglich um Pflaumensaft mit Pinienaroma. Zumindest schmeckt es gut. Hm, okay. Ja, wenn da was dran ist, warum nicht? So. Ja, sieht jetzt sogar eigentlich gar nicht so schlecht aus, jetzt der Durchschnitt hier. Kann man sich sehen lassen. Plus haben wir auf jeden Fall. Ah, da kommt diesmal wirklich rein. Yay! So, neue Krankheit, müde Knochen entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, müde Knochen. Eine Ermüdung des Skelettes aufgrund von Kalziumunterversorgung. Nach der Diagnose werden die Patienten umgehend auf die Station verlegt, wo sie mehrere Tage verbringen müssen. Während des Aufenthalts werden sie dann von einem Krankenpfleger mit Milch und Kekse gefüttert. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Station. Ein Glück, dass ich schon eine Station gebaut habe. Ich bin richtig klasse. Brauche ich gar kein Geld mehr ausgeben. Easy. So, und dann hat die auch Arbeit. Dann passt das schon mal. Das ist auch bald fertig hier. Nice. Bald. Ja, jetzt eigentlich. Ja, da sind wir mal gespannt. Ich hoffe, dass nicht noch mehr Patienten kommen, weil danach habe ich irgendwann keinen Platz mehr hier drin. Drei habe ich. Patienten bitten, sich entweder zu erholen oder zu sterben. Schwankungen werden nicht toleriert. Oh, wenn sie fürs Sterben auch Geld, wenn die sterben, dann ich auch Geld bekomme, dann weniger Arbeit. Neue Krankheit, verbaler Durchfall entdeckt. Und zuerst haben wir einen neuen Krankheit entdeckt. Okay, verbaler Durchfall. Verbaler Durchfall, die Krankheit, von der alle reden, breitet sich schnell aus und ist meilenweit zu hören. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Apotheker. Apotheker habe ich auch schon. Hier. Aber mir fehlen da noch Personal.
Aber wenn die jetzt eigentlich hier, könnte es eigentlich hin und her laufen. So viel ist es ja noch nicht. Oder braucht für jedes Zimmer eine Krankenpfleger. Die Pflanze macht es hier nicht mehr lange anscheinend. So, gieß mal die Pflanze hier, ey. Kann er nicht angehen. Was ist mit der Pflanze hier? Kann ich nicht sagen, alle Pflanzen gießen oder so? Geht das nicht? Auch nicht? In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Yes, dann holen wir halt einen Krankenpfleger. Was haben wir denn hier für einen? Brauchen einen gut. Oh, 40. Am Arsch. Das ist nur für Krankenpfleger. Hier für Arznei. So. Gut, das sieht doch alles gut aus bis jetzt, ja? Kann ich mich nicht beklagen. Was geht mit der ab? Wo läuft die denn hin? Achso. Das ist ja ungut. Hausmeister. Interessant. Und was kommt raus? Milchshake? Ein Smoothie. Ja, man weiß ja nie, ne? Kann ja mal nachgucken. Ihr hört Harrison Wolf auf Radio 2 Point. Ich habe gestern mal den Cirque du Parfait besucht. Ich war echt beeindruckt, wie experimentell die Vorstellung war, bis ich gemerkt habe, dass ich mich einfach falsch rum hingesetzt und die ganze Zeit auf die Zeltwand gestarrt hatte. Okay. Manche Leute sollten vielleicht da mal. Ich weiß auch nicht. Okay. So, wie sieht's denn aus hier? Im Klo ist auch eine Pflanze, natürlich. Muss sein. Sieht auch schon fast fertig aus, ey. Was ist das für eigentlich für ein Hausmeister, der sich nicht um die Pflanzen kümmern tut? Ist ja schlimm, ey. Guck mal die Pflanzen, wie die am Arsch sind, ey. Mach mal was. Arbeite mal. Ich kann mal gucken, ob ich noch mal einen Hausmeister finde, der wenigstens ein bisschen. Nee, der hat gar nicht. Personalbereiche sind für Patienten und Teile des Personals nicht zugänglich. Okay. Kann ich den eigentlich irgendwie befördern oder sowas? Aufheben, feuern, Pause einlegen, Gehalt prüfen, Jobs. Mitarbeiter anpassen, Jobs. Was ist das? Müll entfernen und erlauben. Abfälle erlauben, okay. Ja. Ah, das ist deaktivieren, okay. Nee, bringt mir nichts. Aber ist unser Ghostbuster sozusagen. Mal gucken. Hat aber noch einiges zu tun hier. Genug Pflanzen am Start. Was ist hier los? Warte mal, Pause. Hier ist irgendwas falsch. Hier hat einer, glaube ich, gerade den Assistenten brauchen wir. Der kann noch extra Ausdauertraining. Ja, nehmen wir mal den. Ja, geh doch mal hier hin. So. Arbeit. Andere gerade macht, glaube ich, gerade Pause, oder? Ja. Okay. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Ja, der kann doch hier hin und her springen. Er hat doch hier. Er hat doch Zeit. Wieso keiner da? Easy, macht mal keinen Stress hier. Oh, er ist geil. So, allgemeine Diagnose. Ist jemand da? Wo sind die Patienten? Wo muss ich, wenn man sie braucht, sind keine da. Okay. Ist es eine Frau oder ein Mann?
sieht nach einer Frau aus. Okay, ich wollte gerade sagen, wie das ein Mann wäre. Wie nennt man solche Leute? Crossdresser oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich halte mich da mal raus. Meine Therapeutin sagt, ich müsse mich entspannen. Mir ein Hobby suchen. Wenn ihr Vorschläge habt, dann immer her damit. Ich halte euch derweil über meine Bemühungen auf dem Laufenden. Alles ist besser als mein letztes Hobby. Ortsschilder sammeln. Ortsschilder sammeln. Okay. Wenn's Spaß macht. Oh my gosh. Okay. Gut, Leute. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Ich glaube, der hat echt ein schweres Los gerade. Der läuft von hier nach drüben und wieder zurück. Nach drüben und wieder zurück. Nach drüben. Hätte ich, glaube ich, niemand anderem Wort sollen, oder? So. Was geht mit dem ab? Der, die, das. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die riechen nicht mehr gut. Zufriedenheit um 80% hätte es gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Was ist eigentlich mit dem Hausmeister los? Sogar die Krankenpfleger tun jetzt hier sogar. Alter, zack, okay. Also, wir müssen nur noch mal einstellen. Krankenpfleger, was hat er denn hier? 40.000, ist mir zu viel. So. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ja, ich hoffe, dass es du bist. Nee. Wo sind die denn? Noch 6 Tage. Ich geb dir gleich 6 Tage. Gib mal Gas hier. Kurzurlaub. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Macht Pause in Pause noch 1 Tag. Was kannst du? Okay. Pause vorbei. Dahin, bitte. Dankeschön. Hier wird Leistung gezählt. Mein Chef kommt ja auch und sagt, ja, noch 1 Tag, ja, kannst du nicht mehr früher kommen oder so. Und sagt er, nein, doch. Du hast gekündigt. Okay, ich komme hier schon. Neue Krankheit. Potty's Hate entdeckt. Unser erster, okay. Potty's Hate betrifft Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass es durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in der Prothese leben. Okay, wo ist Prothese? Okay, alles klar. Station, alles klar. Okay. Okay. Und dann haben wir noch eine WC-Warze entdeckt. Okay, alles klar. Haben wir ja schon in der Hand im Krankenhaus gehabt. Zombie oder was? Also ich glaube, da soll man in die Sonne gehen, ey. Das ist ja übelst weiß. Aber bis jetzt noch keine Todesfälle, Leute. Bis jetzt noch keine Todesfälle. Höhen und Tiefen. Und all diese unerwarteten Wendungen. Besuchen Sie auch in dieser Saison die Slump Arena. Und feuern Sie das Team an, das dort spielt. Und den Sport ausübt, für den es bekannt ist. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Okay, das kostet 50.000. 75.000. 25. Das können wir uns leisten. Kaufen! Da kommt der Kindergarten hier. Kinderspielplatz weg. Das kann doch weitergehen. Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Wir haben womöglich so viele Ärzte, da gerade mehrere nichts zu tun haben. Ja, natürlich, wenn sie so viele Pausen machen und dann wieder weggehen, dann wieder gehen, dann wieder kommen, dann wieder gehen. Ich könnte ja mal einen hier löschen. Feuern. Stehst du wie so nur rum? Halt. Ja,
Der ist halt, sucht nach Arbeit, aber wenn hier niemand ist, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich habe halt nicht Ärzte für alles. Das ist mir zu doof, ich lasse es einfach so. Bis jetzt sieht es noch gut aus, die Bilanz. Kann mich nicht beschweren. So, Alex, Limon, Ärztin, wir können hier so viel erreichen. Ein paar Pflanzen, also ein paar mehr Pflanzen platzieren, ein nettes Bild aufhängen, etwas Kunst. Wir können vielleicht sogar Erbrochene aufwischen. Okay. Annehmen. Okay. Aktuelle Attraktivität 66. Okay. Ups. Objekte. Mehr Grün wünscht. Wünschen die Herren und die Damen. Kann man so machen, oder? Hä? Warum kann ich hier nicht in die Ecke was reinstellen? Geht doch. Okay, haben wir erfüllt. Tududum. So. Schneller wie erwartet. So, alles klar. So, Gebäude wurde fertiggestellt. Yay. Nice. Bis jetzt brauchen wir es noch nicht. Also, so. Wir könnten die ganzen Gebäude alle rüberziehen, dass wir hier komplett irgendwas anderes hinbauen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Bis jetzt steht der Stand doch gut. Und dann würde ich sagen, lassen wir das einfach so stehen, wie es ist. Und lass uns so erstmal, ja, genau. Und, ja, genau. Töpferei. Kommt da noch jemand, der irgendwie den Topf braucht? Der da ist hier. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das noch machen hier und dann ja, war es das dann erstmal. Dieser Patient wird noch geheilt und somit dann auch das Let's Play beendet. Wir haben einen Todesfall. Was ist hier los? Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Der macht Pause. Wir haben doch eigentlich genug Ärzte. Was ist denn hier los? Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Manche haben anscheinend hier keinen Bock zu arbeiten. Echt unmotivierte Leute hier. Echt übelst. Pflegeschülerin kann jetzt für... Okay, mach mal. Bitteschön. So. Ja. Wir haben... zur Töpferei, bitte. Ja, wo sind denn die ganzen Ärzte bei der Töpferei? Der sucht hier die ganze Zeit nach Arbeit, ja. Sucht Arbeit. Ja, dann mach mal was. Hier, dein Arbeitsplatz, Penner. Jetzt kommen gleich die anderen alle rein und dann haben wir das Problem. Ne? Dieser erste Patient, der hier stirbt. Oh mein Gott. Ja, räumt den jemand mal weg. Kein Geist. Und vielleicht Glück gehabt. Okay, unser erster Tod in dieser Praxis. It's a wonderful. So, und da kommen die ganzen Patienten rein. Prima. Und wie die behandelt werden, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht, wie es abläuft und wer alles durchkommt und wer nicht. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit dieser Folge mit Team Two Point Hospital. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wieder schon reingehauen. Und wie gesagt, liken und kommentieren und abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und somit verabschiede ich mich hiermit mit dieser Folge. Haut rein, schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge. Wieder schon reingehauen. Ciao.